Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Dark Souls 3. Yes, yes, ja. Kinder wiegen. Alter, da läuft mir wirklich so ein Schauer über den Rücken. Ich weiß nicht, ob ich mit der sprechen will, Alter. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Rosaria, Mutter der Wiedergeburt. Ja, keine andere Wahl. Rosarias Finger. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Attribute neu zuweisen, Aussehen ändern, bleiche Zunge darbieten. Okay. Der Preis der Wiedergeburt wird in Bleichzungen gezahlt. In diesem Leben kann die Wiedergeburt noch 5-mal erfolgen. Möchtest du wiedergeboren werden? Nein. Obwohl mir jetzt natürlich in den Fingern juckt. Erstmal die zwei. Wir machen das mal, damit wir das mal gesehen haben. Jetzt haben wir ihr die Bleichzungen gegeben. Aber die brauchen wir, um das zu bezahlen. So, Rosarias Fingern. Klingt falsch. Klingt sehr, sehr falsch. So, die Frage ist halt, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich meine, wir müssen wahrscheinlich da oben rauf. Aber wie kommst du denn da hin? Wie kommst du denn da hin? An den Typen vorbei rennen da hoch wahrscheinlich. Schwierig, Leute, schwierig. Die Frage ist so, wie kommen wir jetzt da runter? Erstmal ehrlich, wie komme ich denn jetzt da runter? Habe ich mich schachmatt gesetzt? Ich bin der Meinung, wir müssen da runter auf jeden Fall.
Aber springen kann ich nicht, dann bin ich tot. Das heißt... Gab's denn da ein Bonfire? Da gab's kein Bonfire, ne? Ich meine, ich könnte jetzt hier... Hebel ziehen. So. Der wird uns killen, Alter. Da kommen wir niemals lebend an. Okay. Gucken, dass wir einen nach dem anderen weghauen können. Hallo? Geil. Von all den Klamotten, die ich gern hätte. Genau das zu treffen, Alter, was mir so am Arsch vorbeigeht. Jetzt ist er sauer, Alter. Kommt er mit seinen Kronleuchter her. War der Angriff gerade ernst gemeint von ihm? Gerade einfach nur durch die Reihen gehen. Hier müsste ja irgendwo dann der Fahrstuhl sein. Achso. So, dann haben wir nämlich diesen Shortcut. Ne, direkt vom Eingang. Nice. Nice. Alles klar. Ich weiß nicht warum, aber manchmal bin ich so angespannt. Scheiße, Leute. Okay, ist da irgendwas? Was haben die denn da angebeten?
Warum heißt das eigentlich, wenn man mit Gott spricht, beten? Aber wenn Gott mit dir spricht, Psychose. Frag ja nur. Man darf doch wohl mal fragen dürfen. Also hier obvious, Alter, auf den gehen, der da rot leuchtet. Anvisieren ist hier nicht so intelligent. Hi. Leibwächter dabei, Alter? So schwer ist er nicht, Alter. Sollte ich vielleicht unterlassen. Okay, es werden immer mehr, aber ich sollte mal langsam mich um den Typ kümmern.
macht es echt die Menge, ne? Das ist im Endeffekt auch eine verbesserte Version des Kampfes aus dem zweiten Teil, ne? Da hatten wir ja auch schon mal mit so einer Pontifex-Armee zu tun. Das ist krass. Das sieht krass aus. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen eine Glut nehmen. Problem ist, dass der Wichser sich heilt die ganze Zeit auch. Okay, wir brauchen wieder eine Glut. Scheiße, geht nur einmal. Und ich bin tot. Nice! Das ist ein krasser Kampf. Ohne Scheiß. Der ist nicht sonderlich schwer, aber der ist sonderlich beschissen. Überlegt, wie man da jetzt am schnellsten hinkam. Ich meine, klar, wir haben diesen Shortcut. Aber war das auch der... Weil, wie kommen wir denn zu dem Eingang direkt? Das Vieh ist das Schlimmste, Alter. Die Scheiße hier. Direkt vor uns runterstürzt. Hey Jungs. So. Gegen Dunkelheit.
erwacht. Okay. Ich häng ein bisschen fest. Ich überlege, ob ich hier den Speer zücke. Gerade als ich zuschlage, Alter. Oh, hi. Kleine Puppe. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht sonderlich ein schwerer Kampf, aber es war ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Ach, scheiße. Erstmal ein bisschen randalieren. Ich weiß noch, beim ersten Dark Souls, als ich's, beziehungsweise Demon's Souls war das damals, wie ich mich gewundert habe. Weil du in Spielen, in RPGs oder so immer gewohnt warst, wenn du einen Boss besiegt hast, hat er eine Truhe hinterlassen oder sonst was, weißt du? Und hier halt, da hast du den übelsten Gegner besiegt. Und da war einfach nix. Und ich saß da und dachte so, what the fuck? I see that you are now a finger of Rosaria. Your path is wholly different to mine. Gentle unkindled, I bid you farewell. If we meet again, it will be as adversaries. Gentle unkindled, if we meet again. Du, ich kann auch jeden anderen Eid annehmen. Ich weiß gar nicht, was das hier überhaupt bringt. Ich kann dir sagen, warum ich den Eid von dem Finger angenommen habe. Weil die bisher die einzige war, die mich nicht einfach nur vollgelabert hat, sondern mir tatsächlich angeboten hat, hier, du kannst respecken. Very well, then Tuphaken. Der Rest labert mir immer nur irgendein Kotelett ans Ohr. Farewell, Ashen One. So. Ist doch so. Alle sind so gut im Labern, aber mir mal tatsächlich helfen oder so? Nö.
Volniers Krone, Alter. Jetzt fehlt ja nur noch so ein Narren-Outfit und dann wieder eine Krone. Das wäre doch geil. Ashen One. Just what I need. Pretty, be careful. So. Warte mal, haben wir nicht so ein Teil bekommen? Back again, I suppose. Come again. Ah, I am pleased to have a... Well, what is the inscription? Das sind Pyromanten. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. What? Do not be gone for long. What is it? Ich meine, ich bin doch schon hart am Arsch. Ich habe eine 36er Aushöhlung. Back again. Was soll immer das bedeutet? I don't mean to seem overbearing, I hope. Ja, ja, ich weiß, come der again. Will nur seine Scheiße haben. Hello. Fine work, I say. Discovering Irithyll in the Boreal Valley all in a day's work. If the tales are true, it is home to old moon-worshipping nobles and should be packed with treasure. What do you think? Shall I go and see what I can find? All right, if that... But I hate... Irithyll... Da würde ich ihn am liebsten erst hinschicken, sobald wir in Irithyll uns alles angeguckt haben. Wir sind ja da bisher nur über die Brücke gegangen, wofür wir ja eine Puppe brauchen. Mehr haben wir ja da nicht gesehen. Ich überlege jetzt, ob wir jetzt über die Brücke gehen oder ob wir in die Schneelandschaft gehen. Ich würde auch gern wissen, ob dieses Schneelandschaft-Ding, ob das DLC ist oder irgendwas. Horatze? Kriegst keine Luft? Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Mm-hmm. Aldrich's honest home is Irithyll, a pilgrim, and so... Okay. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so ein Zeichen tragen muss. So. Okay. Stimmt. Von irgendwelchen Pontifexen stand da nichts hier auf der Rückseite von den Teilen. Aber wir können mal gucken, was wir denn aus der Seele herstellen können. Hier, Diakone des Abgrunds. Das ist natürlich ein Zauber. Ein gerades Schwert, Kerzenhalter des Klerikers. Das Magieschadenschild, Schwert. 77 Magie. 70 physisch.
Bin echt am Überlegen. Ich meine, hier, das, da müssen wir nicht mal drauf zahlen. Großachs des Dämons sehe ich jetzt auch erst, Alter, dass das 88 Feuer drin hat. Schon alles interessant, Alter. Der Speer gefällt mir auch. Vor allen Dingen, weil er halt Gift hat, ne? Das ist Gift. Genau. 118 physisch. No. Shit, Alter, ey. Da bin ich so hin und her gerissen. Leute, wie es hier weitergeht, ob wir irgendwas aus den Heldenseelen machen und vieles mehr, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr meint, wir sollen vielleicht am besten einfach alles herstellen. Also, man kann ja aus jeder Seele immer nur eine Sache machen. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dort werden wir dies und alles andere klären. Bis dahin, macht's gut.